und Veränderung sehen und sich mehr länger im Kreis herumdrehen. Bepackt mit Ideen in ein Krankensystem, enthüllen unsere Stimmen wie wiederbelebt. Stehen hier für Frieden, von Liebe bewegt. Tauben sollen fliegen, den Kriegen ade. Sekunden, Minuten, Stunden, wir zählen. Verbunden durch Feuer, nur ein Funke fehlt. Wir haben den Glauben, diese Welt zu verändern. Niemand, wir wissen, wir können diese Welt verändern. Kennen keine Grenzen von Ländern, so farbenblind und deshalb inkompatibel mit Menschen an rechten Rändern. Wir sind der Weltenwand, wir deuten die Zeichen der Zeit. Keine Frage, nein, wir sind zum Handel bereit. Formieren uns weltweit, mittendrin und live dabei, wenn eine Generation Geschichte schreibt. Wir sind von Liebe inspiriert. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Egal was noch passiert, wir bleiben. Wir wollen nicht mehr konkurrieren, wir wollen miteinander kooperieren. Wir wollen gemeinsam erschaffen, um aus der Erde einen ehrbaren Planeten zu machen. Denn wir sind nicht stolz auf die Massenvernichtungswaffen. Die ganze Plastik, die wir in die Meere warfen. Den menscheigenen Beitrag zum Klimawandel. Wer im Feige, das unseren Kindern zu hinterlassen. Wir sind kritische Denker, frei und entschlossen, die Welt zu verändern. Fordern ein Umdenken, andere Umstände für unsere Umwelt, die Tiere und Länder. Wir haben die Schnauze gestrichen voll, wollen nie mehr belogen werden. Wir sind das Volk, brauchen kein Form und den haben wir nie gewollt. Und jetzt stehen wir hier in Frieden, das ist unsere Volk, alle! Wir sind von Liebe inspiriert. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Egal was auch passiert, wir bleiben hier, wir bleiben. Leute, ich kann mich nur noch vor euch verneigen. Ich stehe in riesiger Demut einfach vor euch und möchte mich wirklich verneigen vor euch. Ich danke euch von ganzem Herzen. Nochmal alle zusammen. Wir sind von Liebe inspiriert. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Egal was noch passiert, wir bleiben. Wir bleiben hier. Egal was auch passiert, wir bleiben hier. Vielen Dank, Pax Terra. Dankeschön. Unglaublich schön. Das ist unglaublich schön. So. Erstmal einen riesengroßen Applaus für Morgaine. Sie spielt morgen um 18.30 Uhr. Vielen Dank. War's toll. Danke euch alle. Es ist immer wieder wunderschön bei euch und mit euch vor allem. So. Und ich möchte euch noch eine Sache sagen, weil es für mich existenziell ist auf eine Art. Wir haben da drüben noch einen Merchandise-Stand. Ja, wir sind aus Wien hierher gefahren und ich versuche irgendwie von der Musik zu leben oder sonstiges. Also wenn ihr solche Menschen wie mich, die kein Musiklabel haben und die keinen Fuß mehr reinkriegen in die Musikindustrie, unterstützen wollt, das ist, dann kauft euch gerne ein Fairtrade-T-Shirt oder nehmt euch die CD mit, unterstützt was. Ihr könnt gerne Autogramme haben. Eine Umarmung gibt's auch. Ja? Also das ist, wir sehen uns gleich da vorne. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Es ist unglaublich. Ich nehme das mit nach Hause. Bis zum nächsten Jahr. Pax Terra! Pax Terra 2022. Nachdem wir so lange pausieren mussten, weil man es uns einfach irgendwie nicht möglich gemacht hat. Und natürlich möchte ich auch nochmal denjenigen, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass das wieder stattfinden kann, auf die Bühne holen. Und zwar ist das der Malte Klinghoff. Macht nochmal einen riesen Lärm. Er will nur ein, zwei Sachen sagen. Schön, dass ihr alle da seid. Malte, bist du am Start? Ja, Malte, lass dein Herz sprechen. Du hast wahrscheinlich viel zu sagen, oder? Ich hab, nee, bitte nicht. Nicht so lang. Okay, dann mach's kurz, Malte. Ja, ich mach's kurz. Danke, Nina. Ich dachte, wir machen jetzt einen Dialog, das ist immer einfacher. Aber okay. Können wir auch sehr gerne machen. Wow, geil, wir haben richtig Menschen hier. Ich bin total begeistert. Hallo, Pax Terra Musica 2022. Und Malte, das wird morgen noch viel mehr. Ich glaube, morgen ist die Hütte richtig voll. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ich habe mal geguckt, von den vorverkauften Tickets sind jetzt zwei Drittel weg. Also ich würde mal behaupten, wir sind jetzt um die 800. Mit dem, ich weiß nicht, Jules hat die Statistik von denen, die an der Kasse verkauft würden. Aber so mit, ja, also das, was wir vor zwei Jahren hatten, haben wir jetzt am Freitagabend. Es ist schon fett. Also in dem Sinne auch vielen Dank an die Werbung, die so gemacht wurde
in den letzten Tagen. Ja, ich will euch eigentlich nur, es ist immer wieder dasselbe, es ist immer wieder die Magie, die hier auf diesem Festival entsteht. Ich bin gerade übers Camp mal gelaufen, wie schön das ist, wie idyllisch das ist. Die Leute sind alle glücklich, die hier sind. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, ich habe 2017 hatte ich so ein ganz krasses Erlebnis, weil wir ja so völlig außerhalb waren auf dem Flughafen und kam nach 2 Wochen das erste Mal wieder raus an eine Tankstelle und bemerkte, wie skurril diese Welt da draußen ist. Dass die alle mit so einer Fresse rumlaufen. Weil wir hier, jeden, den du siehst, der lächelt dich an und jeder ist glücklich und alle sind froh, hier zu sein. Und das ist die Ausstrahlung, die ihr mitbringt und dafür bin ich immer wieder dankbar. Danke euch. So, ihr Lieben, man hat es uns ja nicht einfach gemacht, im Vorfeld 2022 dieses Festival veranstalten zu können. Es gab unfassbar viel negative Presse. Das hat natürlich auch bei Malte, bei mir, bei allen Beteiligten zu sehr viel Stress geführt. Und bitte jetzt schaut euch mal um. Und allein das ist nochmal ein Applaus wert. So viele Herzensmenschen, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr uns braucht und dass wir zusammenkommen können. Genau. Und jetzt wiederhole ich das nochmal. Ich weiß, irgendeiner muss immer der Arsch hier oben sein. Der muss die unangenehmen Dinge ankündigen. Dabei ist es gar nicht so unangenehm. Dieses Festival zu veranstalten, kostet unfassbar viel Geld. Solche Bühnen zu mieten, Menschen am Ton zu haben, ganz viele Leute. Und wir sind nicht besonders stark kommerziell ausgerichtet. Das heißt, das, was ihr in Geldern hier abliefert für die Tickets, das deckt sich, wenn ich ganz ehrlich sein, plus minus null. Und wenn wir Glück haben, gehen wir hier nicht mehr Minus raus. Und es gibt auch immer einen Dumm, der das sogenannte Minus, wenn es denn vorkommen sollte, tragen muss. Das bin Gott sei Dank nicht ich. Das heißt, es gibt hier ganz viele Organisatoren, ehrenamtliche Helfer, Friedensaktivisten, die hier wirklich stehen, für gar nichts, für ein Appel und ein Ei und sagen, sie machen das aus Herzen. Und erstmal einen Riesenapplaus und danke, dass ihr das alle macht, weil ihr daran glaubt. Und das machen wir wirklich sehr gerne. Aber wenn ihr sagt, ach wisst ihr was, meine Oma hat mir gerade was hinterlassen und ich habe ein bisschen geerbt oder ich habe mal aus der Sparbüchse von meinem kleinen Jonathan, die habe ich geknackt, Diamanten, Scheckkarten, Kreditkarten oder wenn es nur 10 Euro sind. Wir haben eine Spendenbox hinten am Infostand. Tut gerne was rein, lasst euer Herz sprechen, was ihr loswerden könnt, wir freuen uns. Wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr nochmal wieder machen. Ich kann es noch gar nicht sagen, es bleibt spannend. Aber ja, bleibt uns erhalten. Malte, hast du noch etwas, was du sagen möchtest? Naja, also ich kann auf jeden Fall etwas sagen, weil ich habe Nina gerade gesagt, als sie fragte, Mensch, wollen wir die Ansprache hier zusammen machen? Ich sage, komm, geh alleine, ich mag den Personenkult nicht, ganz ehrlich. Liebe Grüße an E.ON. Meine Fresse, ich bin hier nur ein ganz kleines Rädchen und ich würde so gerne eigentlich das ganze Team vorstellen und Danke sagen. Wir sind 40 Leute, ich habe einen riesen Schiss jedes Mal ohne Blatt. Entweder lese ich euch jetzt hier 40 bis 50 Namen vor, was total spannend ist, oder ich vergesse garantiert jemanden. Deswegen nenne ich immer so wenig Namen, aber ich bin wirklich nur einer, der das Gesicht in die Kamera hält, ohne das Team, ohne euch, die ihr hier steht, die ihr da hinten steht, die ihr an der Bar steht, die wir ganz alleine organisieren, ohne die Tontechnik da hinten, ohne die Leute, die uns hier unterstützen, wäre das alles überhaupt nicht möglich. Dafür immer wieder danke. Riesen Applaus, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich groß, dass ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen mit der Umbaupause, ne? Ja. Gibt es noch jemanden irgendwie, der ganz was Wichtiges auf dem Herzen hat aus dem Team, der darf gerne hochkommen? Ansonsten würde ich sagen, wir machen eine mini kleine Umbaupause. Haut natürlich nicht ab, es spielt jetzt gleich Gastone vor euch. Ich freue mich total, ich komme nochmal hoch, sag ihn natürlich gerne an. Brauchen noch Momente. Malte, hast du noch was auf dem Herzen oder bist du fein? Sie dürfen kurzen Umweg machen beim Merchstand vorbei, bei der Spendendose vorbei, natürlich. Dann zur Bar und wenn ihr dann mit dem Bier wieder hier seid, dann geht's los. Ganz genau. Hallo Ingo, du bist hier beim Pax Terra Musica. Warum machst du hier Kino und wie bist du zum Kino gekommen? Ja, Kino bin ich nach der Wende gekommen, wo ich den Filmvorführer gesehen habe.
Und da hat mich einfach die Technik interessiert, die alte. Und deswegen hüte ich auch diese Sachen. Und man hat ja vorhin auch gesehen, ist einfach mal ein Hingucker sowas. Und das Pax Terra Musica, was bedeutet dir das? Pax Terra Musica, einfach ein Festival, um sich zu vernetzen, Frieden zu schaffen. Sieht man ja auch auf meinem T-Shirt. Ja, sieht man ja auch auf meinem T-Shirt. Und das, was da drauf steht, nicht nur einfach lesen oder mal Daumen hoch, sondern auch danach zu leben, Frieden zu schaffen, Frieden leben, Herzlichkeit, ja, Liebe ausstrahlen. Dankeschön. Ihr lieben Leute da draußen, uns gefällt es sehr gut. Wir sind zwar erst 2 Stunden hier, aber wir freuen uns und die Stimmung ist einfach hervorragend. Ich sage nur, jeder, der es mal erfahren will, sollte hierher kommen und einfach mal sich selber einen Eindruck verschaffen. Ja, tolles Festival. Tolle Leute. Tolle Leute und eine echt super schöne Stimmung. Ja, ich bin seit dem ersten Pax Terra mit am Wirken und freue mich nach 4 Jahren wieder dabei zu sein, irgendwie, weil ich auf dem 2019 nicht dabei war. Und ich finde es einfach nur wunderschön, dass sich es wie gestern anfühlt, als ob wir alle zusammen gesessen sind und zusammen gefeiert haben. Und ich liebe einfach die Stimmung, einfach Familie hier. Und Freude. Ja, es ist wieder fantastisch. Viele, viele, viele unterschiedliche Menschen, alle offen, alle freundlich. Es ist ein Zugehen aufeinander. Die Vorträge sind sehr interessant. Also auch da, wenn du rauskommst, es ist eine teilweise andere Art der Kommunikation, wie man es draußen gar nicht so kennt. Und das finde ich sehr interessant. Gastone! Du hast dir eine kleine Fläche abgesteckt, was hat das zu bedeuten? Ja, das ist jetzt die Größe von Julian Assange Zelle. Du meinst nicht Größe, sondern Kleinheit. Ja, genau. Wie viele Quadratmeter sind das? 6, das sind 2x3 Meter. Und da sitzt er jetzt ja seit über 3 Jahren, seit 3,5 Jahren fast im Hochsicherheitsgefängnis in London. Das ist unser Wunderland. Wir möchten einfach Liebe und bunt sein und das sind wir und das möchten wir gerne nach außen tragen. Genau, und wir machen alles selber, wir schnitzen mit Holunder, wir häkeln, wir machen alles selber, was du hier siehst. Und warum sieht das alles so bunt aus bei diesem dunklen Licht hier? Weil wir das im Schwarzlicht gerne anmalen und ich Schwarzlicht gerne mag und die Neonfarben gerne mag, deswegen leuchtet es so. Ich kann nur sagen, es ist das erste Festival in meinem Leben. Ja, wirklich? Und, ja, ist wirklich so. Also so ein Festival für ein Wochenende, ja. Und hinzu kommt, nicht nur, dass es mein erstes Festival ist, seit meiner Teenagerzeit ist es das erste Mal, dass ich zählte. Und ich finde es geil. Und ich freue mich so. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, ich bin wieder so ein junges,
Mäuschen, ja? So wie junges Huhn, wie deine Papa. Ja, genau, genau, ja, du sagst es. Ja? Und dann habe ich auch noch, dann sehe ich auch noch so viele tolle Menschen hier, ja, hier wie die Nina, ja? Und ich denke nur, boah, ist das geil hier. Es ist einfach so unfassbar herzig. Die Leute sind alle so liebevoll und herzig. Das ist so ein Mitmachfestival. Hier haben so viele Menschen mitgewirkt, dass das stattfinden kann. Ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz speziell. Ja. Absolut. Und das ist das eben. Ich glaube auch, das ist einfach ein Herzens- und das ist genau ein Friedensfestival. Ja. Das, was es aussagt. Es ist ein Friedensfestival. Es ist was Besonderes. Es ist einfach eins, wo Menschen zusammenkommen, die das Herz am rechten Fleck haben. Ja. Und man hat das Gefühl, es ist wie eine große Familie. Jeder kennt sich, es ist wie nach Hause kommen. Ich bin das erste Mal hier. Ich mache die Moderation jetzt die letzten 4 Tage und das ist ganz toll. Ja. Ja, ich bin hier, weil mir das schon seit 3-4 Jahren monströs Spaß macht. Okay, klammern wir jetzt mal die 2 Jahre Corona aus, die letzten 3 Jahre. Und ja, das ist einfach eine super Veranstaltung, wo Menschen der unterschiedlichsten Arten und Weisen zusammenkommen und friedlich miteinander koexistieren. Und mir persönlich macht es eine große Freude, diese Person hier willkommen zu heißen auf dem Gelände, eine schöne Zeit zu wünschen, zu sagen, wo sie sich hinplatzieren können und diese freundlichen Gesichter zu sehen, wie sie hier ankommen und nach dieser stressigen Fahrt ein freundliches Gesicht sehen, was sie hier willkommen heißt. Und ja, das Pax Terra Musica an sich ist auf jeden Fall ein wunderschöner Ort, wo man wunderschöne Leute kennenlernen kann, wunderschöne Themen sich unterhalten kann und einfach frei sein kann, ohne sich vor irgendjemanden verstellen zu müssen oder auf gewisse Wortwahlen achten zu müssen oder ja, einfach frei sein. Das ist hier die Hauptsache. Herzlichen Dank. Also die Initiative Grundeinkommen gibt es schon seit mindestens 10 Jahren und ich bin jetzt hier vertreten als einer von 100 Leuten, die in der Mailingliste sind, also einer, der so richtig aktiv ist, leider eben heute alleine. Aber wir möchten die Idee des Grundeinkommens und zwar die echte Definition des Grundeinkommens unter den Leuten verbreiten und deswegen sind wir bei Veranstaltungen und sind hier. Grundeinkommen heißt für mich, man bekommt ohne jegliche Gegenleistung ein bestimmtes Geld. Ich habe dabei die Angst, dass das so niedrig sein wird und dass man davon sämtliche Sozialabgaben, Krankenkasse, Rentenbeiträge zahlen muss. Wie ist das von euch angedacht? Also das Grundeinkommen, das ist eben genau das, was ich sage. Also viele denken immer, es ist ein bestimmter Betrag, das stimmt aber nicht. Ein Grundeinkommen ist so hoch, dass es zur sozialen Teilhabe reicht. Und nur dann ist es ein Grundeinkommen. Und dann gibt es noch 3 andere Bedingungen. Wir haben noch einen Circle-Song, so ein Kreislied, wenn man es nicht in Englisch ausdrücken will. Ich bin ja eine esoterische, völkische... Rechtsvölkisch? Extrem-Schwurblerin? Hippie-Schwurblerin. Man sagt ja allerhand so zu uns. Aber wir sind froh, dass wir hier sind. Und dieser Circle-Song, der kommt von meiner Tochter. Meine Tochter ist 34 Jahre alt, macht schon ewig Musik, hat mit 5 schon angefangen, die Gitarre zu spielen, hat mich längst überholt und hat für mich ein mega Mantra gesungen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch wieder mitsingen. Musik.
genau das, was das Leben so wundervoll macht. Alles, was du spürst, ist genau das, was das Leben so wundervoll macht. Glaube, es wird leichter, wenn du erkennst, was es leicht macht. Blicke immer weiter übern Horizont, die Erkenntnis macht dich reicher. Alles, was du spürst, ist genau das, was das Leben so wundervoll macht. Alles, was du spürst, ist genau das, was das Leben so wundervoll macht. Alles, was du spürst, ist genau das, was das Leben so wundervoll macht. Glaube, es wird leichter, wenn du erkennst, was es leicht macht. Blicke immer weiter übern Horizont. Die Erkenntnis macht dich reicher. Dankeschön. Und macht doch jetzt nochmal einen Applaus für das gesamte Team, das Orga-Team, die Freiwilligen, die Ehrenamtlichen, für Morgaine, die hier als Künstlerin auf der Bühne stand und steht und trotzdem so intensiv in dem Orga-Team drin war. Und natürlich vor allem hier Head of the Lieben, Malte Klinghoff, ich weiß, der Markt ist gut, die genau geht's auch. Es sind alle gleichwertig wichtig, aber es gibt ein paar Leute, die saßen 22 Stunden von 24 die letzten Monate am Rechner. Und das waren hauptsächlich Malte und Morgaine. Vielen, 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 vielen Dank. Ein Riesenapplaus bitte an alle vom Pax Terra Festival Team. Danke euch. Ich wäre total froh, wenn ich das nächste Jahr gar nicht mehr auf der Bühne stehe, wenn dann alle anderen schon arbeiten. Ich bin dann hinten im Büro, ich beantworte die E-Mails, ist schon okay. Du machst die Künstler nochmal, du machst mit Gitarre, hast du ja auch gemacht. Ja, wenn es sein muss, wenn Daniel wieder dabei ist und dann wieder zu mir ins Büro kommt, Malte, du hast deine Gitarre mit, oder? Ja. Du hast 10 Minuten. Das hat er jetzt, ich glaube, 2-3 Mal schon mit mir gemacht. Aber na gut, ich bringe dann den Notenständer mit, das stört euch ja auch nicht, macht immer Spaß. Malte, hast deine Gitarre dabei? Ja, ich wusste, dass das kommt. Das hast du jetzt verpasst. Das haben wir am Freitag, glaube ich, hatten wir das, ne? Heute ist Freitag. Ist auch, heute ist Freitag. Nee. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag und heute ist Abschluss. Es war wunderschön mit euch. Wir beschließen jetzt hiermit das Bühnenprogramm. Die Künstler waren fantastisch, das will ich auch nochmal sagen. Ich habe ganz viel nicht gehört, weil ich immer irgendwie Helikopter hier überall. Aber das, was ich mitbekommen habe, unglaublich, was Maren hier auf die Bühne gebracht hat, die Künstler. Ach so, und das wollte ich euch sagen. Ich habe vorhin hier gesessen und wir haben die Frage kam, wie reagieren denn die Künstler auf die schlechte Presse? Und wir haben 2017, hatten wir ja auch schon mal die Künstler aufgestellt, dann kam dieser Artikel von einer Zeitung, deren Namen ich nicht nennen will, von einem Reporter, dessen Namen es nicht lohnt zu nennen. Und da haben uns wirklich die Hälfte der Künstler abgesagt. Also wir standen plötzlich mit nur noch dem halben Line-Up da, weil man wusste es halt nicht genau so. Und dieses Jahr ist nichts passiert. Nochmal einen Riesenapplaus an dieser Stelle für alle Künstler, die auch jetzt schon weg sind, die noch da sind. Das geht raus zu den Hersen, das kriegen wir mit. Danke für euren Mut, dass ihr hier seid, dass ihr da wart und auch für alle, die nächstes Jahr kommen. Genau. Wir beschließen das Bühnenprogramm. Wir bedanken uns nicht nochmal bei allen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Damit eröffnen wir dann den Familientag. Seid noch hier, lasst die Kinder spielen. Wie gesagt, dazu gab es einen Song. Wenn nicht Kill ist, musst du unbedingt noch einen Song dazu machen. Und genau, genießt das, lasst es ausklingen. Offizielles Ende ist dann 18 Uhr, dann schließen wir auch die Bar. Aber solange könnt ihr hier noch rutschen und spielen und euch wohlfühlen und euch aneinander freuen, an uns freuen, an dieser Atmosphäre freuen. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Termin legen wir noch fest. Danke euch. Pax Terra Musica 2022. Vielen Dank.